Auf der Suche nach der Hexe, mit der Ciri in Konflikt geraten war, stieß Geralt auf eine alte Freundin, Keira Metz. Die Zauberin erzählte dem Hexer von einem maskierten Magier mit einem Versteck, an dem Ciri sich angeblich verborgen gehalten hatte. Der Hexer machte sich mit Keira auf den Weg. Ja, und damit willkommen zurück bei The Witcher 3. Genau, wir waren hier bei der Hexe und wir hatten uns ja da irgendwo hingeportet und jetzt halt wieder zurückgeportet. Ich weiß nur nicht mehr, triff Keira beim Eingang zum Versteck des Magiers. Okay, da müssen wir hin. Wie weit ist denn das? Wo ist denn da? Wo ist überhaupt das? Da unten. Ach, es ist nicht da unten. Da ist Mittelhain. Okay, das kennen wir. Von da kamen wir. Okay. Ach Gott, von da hinten sind wir. Wieso habe ich hier die. Ach, da ist der Galgenhügel. Da wollten wir ja noch hin. Hier ist ja noch was. Okay. Ja, mal gucken. Plätze? Ah. Da ist er ja. Oder sie, ich weiß gar nicht. Ist Plötze hier ein Hengst, Wallach oder eine Stute? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Okay, jetzt einmal hier durch. Bitte nur im Schritttempo, weil ich kenne ja hier die Leute, die springen einem vor den Gaul. Und gegebenenfalls. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Plötzlich, der hat nix. Oh, alles mal hier aufgewertet. Was machst du hier? Beim nächsten Mal binde ich dich hier echt irgendwo fest. Und du bist der Hexenmann? Der Mutant? Ich habe schon Interessanteres aus meiner Nase geholt. Naja. Dieses Gespräch vertiefen wir besser nicht weiter. Oh, auf wie geht's? Oh. Ich habe gerade keine Zeit, mich um irgendwelche Mobs zu kümmern. Es wäre zwar eventuell ganz gut, weil schon ewig und 3 Tage nicht mehr gespielt. Das sah aber auch bösartig aus. Irgendwas Level 11 mäßiges. Puh. Da sind wir aber gerade noch mal so vorbeigekommen. Ich achte momentan zu sehr aufs Radar oben und nicht hier auf den Weg. Machte mir nur gerade ein wenig Gedanken. Von wegen, dass sich plötzlich hier was brechen könnte. Dann? Ah, okay. So, wo ist die Gutste? Plätze, du. Oha, Plätze. Du darfst da mal hier parken. So. Ah, da. Ja, können wir los? Ich würde diesen geheimnisvollen Elfen gern kennenlernen. Genau. Bin gespannt, ob ihr zwei euch verstehen werdet. Ach, sicher. Ich will ja nicht mit ihm ins Bett. Ich will ihn nur zu Ciri befragen.
Na los! Ja. Okay. Was? Moment, hier liegt einer rum. Mal den Sicherheitsquen ziehen. Oh, da liegt was. Die wilde Jagd. Was? Phantomreiter? Das heißt, ich dachte, es gäbe sie nicht. Dann richte deinen Blick auf das Nicht-Existente. Sie haben einen Navigator bei sich. Einen was? Genau, was? Kannst du uns auf die andere Seite teleportieren? Ich würde uns lieber nach Hause teleportieren. Willst du denen wirklich folgen? Teleport, beeil dich. Weiß nicht, ob mir das alles zusagt. Mir auch nicht. Okay, da gurgelt irgendwas unten im Wasser. Fertig. Folge mir. Oh oh. Verdammte Portale. Ich frag mich, wo Kayla jetzt ist. Au. Mist. Alter Falter, so. Also, bei ihr hat sich das nicht wirklich gut angehört. Wo sind wir denn jetzt hier? Okay, ich denke mal, ich muss da ins Wasser. Okay. Oh, oh. Ah, okay. Ist immer ein bisschen schwierig zu sehen, wo die Oberfläche ist. Okay, wir haben zwei Wege. Einmal nach links, einmal nach rechts. Unser Zeichen ist links. Wir gehen mal nach rechts. Rum. Hier kommt man nur zurück. Ich habe gedacht, hier wäre noch was. Aha. Ah, Moment. Genau. Was jetzt, du Stück Dreck? Ach, du Scheiße! Ein Nebling! Was ist das denn? Ach, bin ich aber hier auch total hier erschrocken. Ich sollte mal. Hab ich überhaupt noch? Was ist das denn hier eigentlich? Nix Gutes. Hab ich noch Dings? Du weißt, Dings. Schwalbe, nein. Donner, nein. Katze. Okay. Damit wir hier wenigstens wieder was sehen. Zumindest kurzfristig. Wobei, wir könnten hier auch Feuerchen machen. Mal kurz stehen bleiben, um zu gucken. Aha. Und jetzt? Wo sind wir jetzt?
Moment, ich häng hier fest. Okay, hier der ganze Dreck kommt immer wieder. Das finde ich nicht schön. Das muss wehgetan haben. Ah! Geh aus dem Mist da raus. Toll. Sind wir denn jetzt hier irgendwo richtig? Da oben? Da hinten? Keira? Ja, wir gehen da hinten mal hingucken. Geralt? Da hinten. Geralt! Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg. Ja. Geralt, tu doch was! Sie krabbeln auf diesen Löchern! Wirk ein Zeichen! Wirf Bomben, tu was! Ganz ruhig, das sind nur Ratten. Ich hasse Ratten! Das ist ja gut. Mach sie weg! Lilas, geh auf! Lilas! Geralt! Du hast nicht die richtigen Bomben, wieso nicht? Welche brauchen wir denn hier? Mit Hilfe von Zeichen oder Bomben? Toll. Ah, na, komm da hin. Widerlich. Aha. So, wo ist denn noch hier? Ah, das da? Nein, das sind noch Ratten. Hast du solche Angst vor Ratten? Du hättest sie mit einem Zauber vernichten können. Na schön, ich sag nichts. Was ist denn mit dir passiert? Hier ist etwas, was den Teleport verzerrt. Ich weiß nicht, wie die so problemlos auf die andere Seite gekommen sind. Die Teleportmagie der wilden Jagd ist anders. Sie haben speziell ausgebildete Magier dafür. Sie nennen sie Navigatoren. Und wenn sie drei Steuermänner und einen Papagei haben, das riskiere ich nicht nochmal. Gehen wir. Die wilde Jagd hat ordentlich Vorsprung. Aber wir können es noch schaffen. Bist du komplett irre? Wir müssen sofort hier weg. Ja, eigentlich, was? Angst, geht zurück, ich mach weiter, beeilen wir uns, ich muss wissen, was die Jagd hier macht. Ne, können wir nicht einfach sagen, ja, du hast recht? Ich muss herausfinden, was die wilde Jagd hier macht. Aber wir sind gekommen, um den Elfenmagier zu finden, nicht um gegen die Jagd zu kämpfen. Wenn die Jagd ihn zuerst erreicht, können wir nicht mehr mit ihm reden. Außerdem... Sprich doch weiter. Moment. Du hast ein besonderes Interesse an der Jagd. Geht es um Ciri? Da ist was, was du mir nicht gesagt hast, oder? Komm mit mir, dann mache ich's vielleicht. Bist du immer so? Allmählich tun Triss und Yen mir leid. Na gut, lass uns gehen. Da waren... Waren aber auch noch Schritte und so. Naja, gut. Tochter der Löwen? Oh. Sei gegrüßt, aha. Valvente, Larena Lunette. Das ist der Elf. Arnecht war Gledif. Was war das? Eine Illusion? Nein. Eine morphotische Projektion. Was für ein Ding? Was für eine Projektion? Sowas wie ein Briefkasten für Magier. Viel sicherer als ein gewöhnlicher Brief, den jeder auf dem Weg zum Adressaten abfangen kann. Aha.
Die Nachricht war eindeutig für Ciri, Tochter der Möwe, Lara Dorrens Erbin. Tatsächlich. So würden die Elfen Ciri nennen. Aber was war das mit dem Zeichen ihres Schwerts? Ein Rätsel? Ja, aber kein schweres. Nicht, wenn man weiß, dass Ciri ihr Schwert Zirael genannt hat. Schwalbe. Bitte. Wer außer dir sollte das wissen? Das könnte der Punkt sein. Dein Elfenmagier hat die Passage gesichert und so versteckt, dass nur Ciri sie finden konnte. Er sah nicht voraus, dass jemand wie du auftauchen könnte. Trotzdem hat er ungebetene Gäste erwartet, schätze ich, und einige Vorkehrungen getroffen. Hoffen wir, dass die wilde Jagd ein paar Probleme bekommen hat. Na dann mal los. Meinst du, es reicht, den Schwalben zu folgen? Abwarten. Was für Schwalben? Wieso Schwalben hier in irgendeiner Höhle drin? Naja, wir pflücken Pilze. Und nehmen mal sicherheitshalber etwas Pfeffer mit. Man weiß ja nie, vielleicht müssen wir ja hier irgendwie ein Schnitzel irgendwie würzen. Ein alter Elfenhafen? Sie sind wohl über das Meer gekommen. Oh shit, was ist das da hinten? Wie lange das her sein mag. Uncool. Okay, zumindest hilft sie da mit etwas Strom. Vorsicht, dieser ölige gelbe Dampf ist giftig. Ich brauche von dir keine Belehrung. Ich habe die Fuchsmorchel auch so erkannt. Wesemir hat mir mal erzählt, dass er Igni an solchen Putzen ausprobiert hat, als er es gerade gelernt hatte. Ja. Ganz schlechter Einfall. Und dann? Tja, er hat's überlebt. Und Wunden heilen bei jungen Hexern im Handumdrehen. Komm weiter. Aha. So, also Igni ist hier etwas fehl am Platz. Au, Mist! Mistvieh! Ich weiß nur nicht, ob wir hier richtig hingehen. Das wirst du bereuen. Kräuter. Da. Tja. Was müssen wir denn jetzt? Erkunde die Ruinen und folge den Schwalbensymbolen. Super. Schwalbensymbole. Hat einer hier Schwalbensymbole gesehen? Ich sehe nämlich hier nichts. Das Problem ist, ich habe jetzt hier auch keinen Trank mehr. Schwalbensymbole. Es wäre auch schön, wenn man vorher mal gezeigt bekommt, wie die aussehen. Blasen ja einfach mal alles weg. Eine Schwalbe. Wir Wo? Sind offenbar richtig. Was? Wo? Hä? Wie jetzt? Ach da! Wir sind offenbar richtig. Hep. Nein. Ach je.
Okay, nehmen wir mal hier nochmal alles mit. Scheuklappen kriegen wir hier auch. Aha. Noch eine Schwalbe. Okay, wir sind tatsächlich auf dem richtigen Weg. Ah, das muss echt einer... Die hängen aber auch sehr, sehr hoch. Okay, hier ist zu. Ja, Wanderung im Dunkeln. Du sagst es. Schau, sieht aus wie die andere Säule mit der Projektion. Ja. Die Frage ist, gibt's hier plötzlich ein Loch oder sowas? Kelpi? Meint er das Seeungeheuer? Ich hoffe nicht. Nein, Ciri hat ihre Stute so genannt. Das Pferd konnte offenbar rennen wie ein Dämon. Guter Name für ein Pferd. Sollen wir danach suchen? Okay, jetzt sollen wir nach einem Pferd suchen. Ich hoffe, es ist nicht da unten. Er hatte ja auch gesagt, der offensichtliche Weg ist nicht immer der richtige. Da. Ich frage mich, was das alles bedeutet. Sie sehen aus, als wären sie hastig mit Kreide hingekritzelt. Ja, aber soll das ein Pferd darstellen? Ein Jagdhund. Ah, okay. Ich sehe keine Verbindung zu Kelpje. Willst du alles anfassen? Au. Geralt, ist alles in Ordnung? Kann man so sagen. Nee, nicht alles in Ordnung. Hat Aua gemacht. Okay, ich schätze mal, das ist auch keine Verbindung. Ja, das ist eine Schawalbe. Wir brauchen also irgendetwas, was aussieht wie ein Pferd anscheinend. Hoffe ich. Aber große Alternativen sehe ich da jetzt nicht. Siehst du noch irgendwas? Das sieht halt aus wie ein Oktopus. Deswegen, es sei denn, ist es tatsächlich das Seeungeheuer. Dann essen wir sicherheitshalber was. Ein Seeungeheuer. Sieht ein bisschen wie der Kairan aus. Geralt, was zum Henker ist das? Eine weitere Sicherheitsvorkehrung. Verflucht nochmal. Nimm dies! Au! Meinst du, das ist eine Art Spiel mit dem Verstand? Ich weiß schon, ob man sich selbst besiegen kann. Ach so. Vielleicht halten sich diese Erscheinungen ja für real. Ey! Tut mir leid, ich zweifle nicht. Ich weiß genau, welche von euch echt ist. Jetzt konzentriere dich aufs Kämpfen. Na komm. Na? Deswegen, sie bläst da auch die ganze Zeit da ihren Strom da auf ihn drauf. Oh.
Okay. Au. Ja. Nein. So nicht. Okay. Oh, ist dir sowas schon mal passiert? Ja, fast. Vor einer Weile hat mal ein Doppler versucht, meine Gestalt anzunehmen. Mhm. Ja, und? Er fand es scheußlich. Hat sich nicht wohlgefühlt. Doppler sind gutherzig gewesen. Tja, gut. Hilft mir jetzt so nicht weiter. Ich muss jetzt hier die Folge beenden. Wir essen mal noch ein bisschen Fleisch. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und ich hoffe, wir finden hier irgendwie einen Weg raus. Bis dann!